Ja, bevor ihr loslegt und Laufschuhe kaufen geht, macht euch ein paar Sachen bitte sehr, sehr bewusst. Und zwar, wie oft wollt ihr laufen gehen und auf welchem Untergrund werdet ihr das zukünftig machen? Als nächstes solltet ihr euch überlegen, wie viel Geld will ich ausgeben, also was habe ich für ein Budget zur Verfügung? Und das Wichtigste überhaupt ist, euch klar zu machen oder durch einen Facharzt abklären lassen, habt ihr Einschränkungen, habt ihr Verletzungen oder gibt es sonst irgendwelche Probleme? Das ist ganz wichtig, damit der Körper nachher keinen Schaden nimmt auf eine neue Belastung. Dann würde ich zum Fachgeschäft gehen, mich ausgiebig beraten lassen, eine Analyse machen lassen von meinem Laufstil. Die Leute, die haben normalerweise viel, viel mehr Erfahrung, die gehen täglich damit um und die können euch auf jeden Fall gute Empfehlungen geben. Als letztes würde ich euch noch mit auf den Weg geben wollen, geht gut und pfleglich mit euch um, fangt langsam an, weil gerade Muskulatur, aber vor allen Dingen Bänder, Sehnen und Kreislauf brauchen eine gewisse Zeit, um mit neuen Belastungen umzugehen. Ja, bevor es gleich konkret wird, muss ich euch erst noch mal ganz kurz aufklären, was denn überhaupt gute Allrounder leisten müssen. Und ihr werdet sehen, das ist eine richtig lange Liste. Die müssen sehr, sehr vielseitig sein. Ihr wollt ja schließlich verschiedene Geschwindigkeiten laufen, mal Easy Pace, vielleicht mal ein bisschen zügigeres Tempo laufen. Ihr seid verschieden schwer. Der eine wiegt 70 Kilo, eine leichte Frau vielleicht 50, ein schwerer Mann vielleicht 100 Kilo. Und ihr habt verschiedene Laufstile. Das heißt, der eine setzt mit der Ferse auf, der nächste mit dem Mittelfuß und vielleicht ein paar Leute auch vorne mit dem Vorderfuß. Dann haben wir verschiedenes Wetter, was diese Laufschuhe aushalten müssen. Im Sommer ist es warm, im Winter kalt und atmungsaktiv müssen die Teile auch noch sein. Vor allen Dingen müssen die sehr, sehr schön sitzen am Fuß. Das heißt, ihr müsst euch und wollt euch schließlich mit dem Teil auch sehr, sehr wohlfühlen. Neutral und stabil sollen die auch noch sein. Sehr, sehr natürliches Abrollverhalten sollen die haben. Die sollen eine gute Dämpfung haben. Die Außensohle soll gut sein und auch vor allen Dingen sehr, sehr nützlich mit einem guten Grip unten drunter. Und die sollen auch noch sehr, sehr lange halten und am besten auch noch einen günstigen Preis haben. Das heißt also, ihr seht schon, ein gutes Allrounder-Paar ist echt sehr, sehr vielseitig und muss extrem viel können. Ja, jetzt wird es konkreter. Jetzt fangen wir an und ich zeige euch schon mal vier Laufschuhe, die ich im Wust der ganzen Möglichkeiten rausgesucht habe und die von mir auch ausgiebig auf meinem Kanal getestet worden sind. Ja, jetzt wird es spannend. Jetzt kommen die vier entsprechenden Allrounder-Modelle von den Marken Nike, Puma, Asics und Hoka. Andere Marken sind deshalb nicht berücksichtigt worden, weil ich die einfach schlicht und weg nicht testen konnte in den letzten paar Wochen und Monaten. Adidas, On, Saucony, Brooks, New Balance zum Beispiel, habe ich einfach keine Laufschuhe getestet, was die Allrounder-Kategorie in den letzten paar Wochen und Monaten betrifft. Ja, fangen wir mal an mit dem Nike Pegasus 40, mit dem Puma Velocity Nitro 3, mit dem Asics Cumulus 26 und mit dem Hoka Mach 5. Ne, ich habe jetzt hier alles Mögliche mal aufbereitet. Das müssen wir jetzt nicht alles detailmäßig durchgehen. Was ganz, ganz wichtig ist, allerdings sind so ein paar einzelne Steps. Zum Beispiel bei der Sprengung, das ist also die unterschiedliche Aufbauhöhe hinten und vorne. Bei der Sprengung sind Aufbauhöhen, sind entsprechende Millimeterzahlen von 5 bis 10 mm berücksichtigt worden hier und in der Konstruktion von den entsprechenden Herstellern. Man sieht auch vom Gewicht her unterscheiden die sich relativ stark. Der leichteste Schuh von Hoka ist 230 Gramm, der Nike in dem Fall ist 285 Gramm, also 55 Gramm schwerer, ist schon eine ganze Masse. Die Preise sind auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Unverbindliche Preisempfehlungen und Straßenpreis habe ich auch mal aufgelistet. Da sieht man auch, dass man für 100 Euro im Straßenpreis schon was sehr, sehr Gutes kriegen kann. Ja, weiter habe ich noch mal dargelegt mit den entsprechenden Vermaßungen, wie breit der Schuh ist in der entsprechenden Fläche, Aufsatzfläche. Und da sieht man schon, dass da auch ein paar Unterschiede sind. Das heißt also zum Beispiel, der Hoka ist derjenige, der die breiteste Aufsatzfläche hat. Der ist ein großes Indiz dafür, dass der schon mal sehr, sehr stabil da steht. Dann sieht man noch, dass die Schäume sehr, sehr unterschiedlich und die Schaumkonstruktionen sehr, sehr unterschiedlich gewählt worden sind. Das geht von Gelkissen beim Asics bis zum Luftkissen bei Nike und bei zwei verschiedenen Schaumschichten bei Puma und bei Hoka.
Dann habe ich noch aufgelistet, was sind Auslaufmodelle und was nicht. Und man sieht auch noch, dass es unterschiedliche Bewertungen dahingehend gibt bei den Herstellern, ob man eine Außengummierung gibt oder einfach nur eine Außensohle macht, die entsprechend Schaum und Gummi gleichzeitig schon verarbeitet hat. I used to think that the city's not for me. Fairy tales, fantasies, not a believer. No, not a believer. Ja, auf der nächsten Folie sehen wir noch, wie ich die einzelnen Schuhe immer bewertet habe. Ich bin also nach drei Kategorien vorgegangen, habe das Obermaterial und den Sitz des Schuhs bewertet, habe die Mittelsohle noch bewertet und die Außensohle. Und ihr seht, alle vier Schuhe sind extrem gut getestet und die unterscheiden sich wirklich nur in Nuancen. Die spielen also auf jeden Fall alle in der Champions League. Beim Nike Pegasus 40 ist es so, der Nachfolger der 41er, der steht gerade im Moment in den Startlöchern, der kommt also im Mai 2024 raus. Der Schuh ist extrem unauffällig, extrem unspektakulär, aber extrem ausgereift, hat eine ganz, ganz tolle Außensohle und hat zwei Airzoom-Kissen, eins vorne, eins hinten, was ihn von den anderen unterscheidet. Beim Puma Velocity Nitro 3 ist es so, der ist frisch rausgekommen vor 6-7 Wochen, glaube ich, etwa Anfang März 2024. Und der hat ganz, ganz tolle Schäume, hat eine ganz, ganz tolle Außensohle und wie gesagt, hat die besten Noten von mir bekommen. Beim Asics Cumulus 26 ist es so, der ist gerade vor 2 Monaten neu rausgekommen, hat hinten ein Gelkissen speziell für Fersenläufer angepasst, hat eine sehr, sehr breite Aufsatzfläche, steht also dahingehend schon mal stabil und hat noch eine sehr, sehr stabile Fersenkappe hinten bekommen, um noch zusätzliche Stabilität zu bekommen. Beim Hoka Mach 5 ist es so, der Nachfolger Mach 6 ist auch schon seit knapp 2 Monaten raus. Trotzdem ist der Hoka Mach 5 noch sehr, sehr gut im Saft. Die zwei Schaumschichten, sie sind top. Der ist auch extrem breit aufgestellt im wahrsten Sinne. Ich habe noch nie so einen breiten Schuh vermessen wie ihn hier. Und auch hier ist es so, ein Unterscheidungskriterium hat er. Der hat nämlich zwei Weiten, in denen er angeboten wird. Das heißt also, die Leute, die in den extrem weiten Schuh suchen, die können hier fündig werden. Ja, ihr seht, ihr habt die Qual der Wahl. Und wenn ihr Laufanfänger seid, habt ihr jetzt wirklich mal ein paar Allrounder, wo ihr sagen könnt, ihr hättet mal Möglichkeiten und Optionen zum Ausloten. Aber ich hatte es eben schon angedeutet, unterhaltet euch mal mit eurem Arzt vorher. Geht in den Fachladen, lasst euch da beraten. Aber als allerwichtigste, den Tipp kann ich euch nur geben, wenn ihr euch nicht selber sehr, sehr wohl fühlt in diesem Schuh, dann lasst ihn bitte liegen. Sonst bringt das alles nichts. Ja Leute, ich wünsche euch viel Glück beim Kauf eines neuen Laufschuhs eventuell und vor allen Dingen viel Spaß beim Laufen.